jetzt auf dem Weg zum Tamanujun-Tempel und wir sind jetzt gerade einfach mal angehalten, weil die Straße hier an der Küste lang ist richtig schön und der Fahrer meinte, wir sollen hier mal aussteigen, ein paar Fotos machen. Und das ist richtig geil quasi. Da oben geht die Straße, hier die ganze Küste lang und wir sind jetzt einfach mal angehalten, ausgestiegen und runter zum, in Anführungsstrichen, Strand, also zu den, zum Wasser zumindest. Und der Ausblick ist hier richtig geil. Ja. Kann hier die Küste runter gucken und quasi auf der anderen Endseite. Da. Und nach da ganz hinten. Richtig cool. Das Wasser ist hier kristallklar. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann oder auf den Bildern sieht. Mal gucken. Man hat hier echt kristallklares Wasser. So, weiter geht's. Jetzt richtig Glück mit dem Wetter. Blauer Himmel und Sonne, aber ist richtig geil gemacht. Mega schön mit dem Wasser und den alles mit Blumen. Voll, also das ist bis jetzt das Highlight. Vor den Alpen, kann man so sagen. Yeah.
Tempel auch durch, durch den Tirthaganga Tempel auch durch. Also heute, der Tag hat sich auf jeden Fall mega gelohnt. Die beiden Tempel sind wunderschön. Viel besser als die, die wir davor gesehen haben, die letzten zwei Tage. Spielt natürlich auch das Wetter heute eine herbe große Rolle. Weil fast keine Wolken da, Sonne brennt brutal. Und ja, kann man nur empfehlen, heute ist wirklich schön. Also bis jetzt waren die beiden und der Tag heute mit der beste Ausflugstag. Bin mal gespannt auf Uluwatu in zwei Tagen. Also den Stränden bestimmt auch ganz geil. Aber heute war bis jetzt mit Abstand der schönste. Und auf diesen Steinballang hier macht echt Spaß, muss man aufpassen. Ich habe noch rumgeflaxt, ist doch ganz leicht. Drei Leute sind reingeflogen. Also, kommt hier hin, kann man nur empfehlen. Fledermaustempel an. Sieht nach einem etwas kleineren aus. Bin mal gespannt, ob der jetzt hier in den Berg reingeht. Fledermaustempel sollte dunkel sein. Bin mal gespannt, im Moment sind wir in unserer Außenanlage. Und drin kann man wahrscheinlich nicht mehr filmen, aber mal gucken. Mal gucken. Ich sag euch dann zumindest hinterher, ob es sich lohnt oder nicht. Oder gelohnt hat oder nicht. Also, jetzt bin ich schlauer. Fledermaustempel ist ganz, ganz klein. Und man guckt quasi nur in die Höhle rein, wo diese Schreine drin stehen. Aber da sind bestimmt, boah, 300, 400 Fledermäuse. Kann man auf jeden Fall Fledermäuse aus der Nähe sehen. Man sieht die halt fliegen und. Da oben an der Wand sitzen die alle. Ich hoffe, man sieht das. Wenn nicht, ich habe ja gerade ein paar Videos aus der Nähe gemacht. Das ist auf jeden Fall ganz krass. Riecht aber nicht so toll. Alle haben schon einfach einen Eigengeruch. Ja, ansonsten echt klein, aber kostet auch nichts irgendwie. Für zwei Personen unter einem Euro. Und wenn man gerade hier vorbeifährt, kann man auf jeden Fall mal kurz halten. Und sich das anschauen. Das ist auf jeden Fall.
nachdem wir alle Nudelgerichte jetzt langsam durch haben und wir heute uns nur Süßkram holt, also fast nur Süßkram. Und alles war ja auch gerade auf den Videos zu sehen. Also Moment. Das ist, weiß ich nicht, Toast mit bei uns jetzt Karamell und Strawberry. Strawberry und Schoko. Ja, dann die Spieße. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind das Hühnchenspieße mit, die mit irgendwie Sojasauce übergossen werden und dann angebraten. Das war das, was du geraucht hast. Und das hier ist wie Pfannkuchen, was im Fett so angebraten wird. Und dann kommt da wie so Omelette rein mit Hühnchen. Ja. Und das hauen wir uns jetzt rein. Da erzeug ich absolute Zuckerbombe. Ich werde es wechseln, aber zwei so Stücke dann ist endlich.